chinesischen Spionageballons geht immer weiter. Bei mir im Studio ist jetzt Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Jürgen, was geht dir dabei auf den Wecker? Wir haben ja schon letzte Woche darüber berichtet. Jetzt am Wochenende war der Abschuss dieses Ballons durch die US Air Force eine großartige Leistung für die Supermacht. Haben sie endlich mal einen militärischen Erfolg gegen den Luftballon erzielt. Was mir nicht in den Kopf will, ist, die Amerikaner, die uns ja wirklich auf Schritt und Tritt und bis ins Schlafzimmer rein überwachen, regen sich auf über diesen Luftballon, von dem die Chinesen sagen, es ist ein Forschungsballon für Wetterphänomene. Aber mal egal, selbst wenn es ein Spionageballon wäre, die Amerikaner haben unser Internet angezapft. Die lesen alles mit, was wir über E-Mail schreiben. Die haben sogar das Handy der Kanzlerin abgehört. Die haben in die Software, die wir in unseren Geräten benutzen, überall Hintertürchen eingebaut, wo dann der CIA oder die NSA mitlauschen oder mitschreiben können. Ja, die sind die große Überwachungs-, die NS-Diktatur ist heute die NSA-Diktatur. Und jetzt kommen die und ziehen eine Weltkrise hoch, sagen den Besuch von ihrem Außenminister in Peking ab und spielen da mit dem Feuer. Also mich erinnert es total an das berühmte Lied von Nena, 99 Luftballons. Ja, da war es ja auch so. Die Militärs haben in dem Song auf 99 Luftballons geballert und Nena schließt dann mit dem Song: 99 Kriegsminister, Streichholz und Benzinkanister hielten sich für schlaue Leute, witterten schon fette Beute, riefen Krieg und wollten Macht. Mann, wer hätte das gedacht, dass es einmal so weit kommt wegen 99 Luftballons. Das war damals ein Scherz, aber heute machen die Amerikaner ernst. Vielen Dank, Jürgen. Und nun weitere Nachrichten im Schnelldurchlauf.